So wie zwei Turteltäubchen. Sollen wir uns auch woanders hinsetzen? Hier passt schon. Okay, also, wie war dein Tag? Okay, nichts Neues auf Arbeit. Ich habe meinen Antrag vorzeitig fertig geschrieben, sodass ich früher gehen konnte. Und mein Chef war heute sehr gut drauf. Ich dachte, dein Boss wäre sonst auch immer so gut gelaunt. Naja, ist er. Aber heute mehr als sonst. Ich weiß nicht warum, aber heute war er besser drauf als sonst. Und bei dir? Irgendwelche Probleme bei dem letzten Auftrag? Ja, diese Kundin ist ein wirklicher Krampf im Arsch. Ey, das sagt mir doch, die Worte. Kennst du die Memes über den Kunden aus der... Kennst du die Memes über die Kunden aus der Hölle? Die ist quasi all das. Ich könnte mich nur über sie beschweren, aber das bringt mir ja letztlich auch nichts. Du sollst ein Meme über sie machen. Und mein Projekt für eine Minute Gelächter verlieren, das könnte es allerdings wert sein. Frag mal zwei, wie man mit Nervensinken umgeht. Oh ja, wie gehst du normalerweise mit nerviger Kundschaft um? Die du nicht so einfach rauswerfen kannst. Ich habe da meine Methode. Schlechten Kaffee servieren. Aber es ist nicht gut, mit meiner Kundschaft über die anderen zu reden. Das ist eine weise Lektion von dir. Was sagen deine Eltern? Also hast du mit ihnen gesprochen? Hab ich. Ist nicht gut ausgegangen? Nein. Was haben sie gesagt? Einiges. Sie wollen uns wirklich keine Chance geben? Alle außer Elfen. Das haben sie gesagt. Und deine? In etwa das Gleiche. Ich habe mich ziemlich mit meinem Vater gestritten. Deshalb schlafe ich ab heute erstmal bei Frauen. Sie haben dich rausgeschmissen. Du musst dir doch selber nicht solche Probleme machen. Es ist deine Familie. Ich kann sie aber nicht noch eine Sekunde mehr aushalten. Ohne stabiles Einkommen wird es zwar schwer, aber das schaffe ich schon. Aber du willst nicht wissen, was sie über dich gesagt haben. Tut mir leid. Was haben sie über mich gesagt? Oder eher über meine Art? Vergiss es. Ich will es wissen. Immer nur dies gleiche Scheiße. Dass wir elfenheilige Geschöpfe seien und sterblich. Und dass ich je länger als du leben werde. Was? Nichts. Dass du länger als ich leben wirst. Und Elfen nicht mit einem Elf. Und Elfen nicht mit einem Elf zusammen sein würden. Okay, wahrscheinlich Dämonen oder so, oder Elf. Elfen mit einem Elf, okay. Der schon von einer unwürdigen Gruppes verdorben wurde. Genau das haben sie gesagt. Das war's dann wohl. Wir sollten Schluss machen. Das müssen wir nicht. Unsere Familien werden nie mit uns einverstanden sein. Wir können doch einfach so weitermachen. Wie? Sie müssen nicht wissen, dass wir daten. Wir können alles so lassen wie bisher. Ohne dass sie es wissen. Und dann? Willst du, dass wir unsere Beziehung bis in alle Ewigkeit verschweigen müssen? Wir sind keine Menschen. Wir können nicht einfach so durchbrennen. Und du wirst niemals ihre Erlaubnis bekommen. Du bist zu alt. Nur, ich schere mich einen Trick um ihre Erlaubnis. Ich könnte allen meine familiäre Beziehung aufgeben.
Das kann ich dir nicht zumuten. Damit würdest du deine Unsterblichkeit verlieren. Wenn ich dann mit dir zusammenleben könnte, würde ich es machen. Sofort. Du machst es uns beiden schwer. Du bist glücklicher, wenn wir zusammen sind, oder? Natürlich. Dann sollte es doch für dich keine anderen Gründe geben müssen. Wir sind perfekt zusammen. Da musst du nicht lange nachdenken. Vertrau mir, zusammen können wir das schaffen. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Lass uns später reden. Nur warte. Das lief nicht gut. Es tut mir leid, dass du unsere Probleme mitbekommen hast. Alles gut. Im Café bekomme ich viele solche Geschichten mit. Und ich habe schon deutlich Schlimmeres gehört. Ich hoffe, für euch gibt es ein Happy End. Ich hoffe, das klappt noch irgendwie. Ich hoffe auch. Hast du etwas Alkoholisches? Leider, nein, ich bin Kaffee, keine Bar. Das ist, ich habe leider nur Kaffee, Tee im Angebot. Kakao kann ich machen, das ist aber Alkoholisches. Nee, leider absolut nicht. Verdammt! Und etwas Wärmendes, was mich wieder runterbringt. Machst du Grüntee-Latte? Grüntee-Latte? Davon nehme ich einen. Okay, Grüntee-Latte. Ich gucke erstmal hier mal rein. Tomodachi. Freya-Geschichtenerzählerin. Yugis hinter der Polizei. Babys. Freya. Geburtstag 29. Januar, schreibt für die Evening Response. Geht es gerne über banale Dinge, die Kunst und das Leben generell. Nur für Freunde, nur für gute Freunde. Das kriegen wir doch wohl noch hin. Geburtstag 1. Juni. Nur für Freunde, nur für gute Freunde. Geburtstag 13. September. Lua. Geburtstag 2. Oktober. Die Armee ist Choisi. Okay. Und Baileys haben wir hier. Geburtstag 10. August. Freiberuflich Designer und größter Pumpkin Spice Fan. Okay. Grüner Latte, das wollte er haben. Grüner Tee, Milch. Arzt raus. Das will er nämlich immer mehr so gerne. Machen wir noch ein schönes Herzchen rein. Das wird schon wieder. Liebe wird siegen. Schönes Dampfherzchen. Wolkenherzchen. Ich finde, das sieht wunderbar aus. Hier ist dein Grüntee-Latte. Das schmeckt gut. Danke dafür. Bist du eigentlich verheiratet? Ich? Nein. Bist du verliebt? In dieses Kaffee und es ist in mein Twitch-Kanal auf YouTube. Es ist insofern ja und es ist seit fast 7 Jahren mit YouTube verheiratet. Es ist eine schwierige Ehe. Das ist man kriegt so wenig zurück. Das ist halt ja, aber man liebt es trotzdem. Aber ich glaube, das würdest du nicht wissen, oder? Ich hatte mir keine spezielle Antwort gerechnet. Verdammt, bei allen Welten auf dieser Erde, warum musste ich mich in sie verlieben?
Wir können uns nicht aussuchen, wen wir uns verlieben. Wenn man sich genug Mühe gibt, sagt zumindest mein Vater, ist ein sehr überheblicher Elf. Wie so viele. Kritisch überhebliche und unsterbliche Arschlöcher. Wortwahl. In meinem Café hier. Wenigstens habt ihr genug Zeit, um euch zu ändern. Oder um auf Ewigkeit ein Arschloch zu bleiben. Naja, ich glaube, ich gehe dann mal und betrinke mich bis die Sonne wieder aufgeht. Bis dahin ist es noch ein Weilchen. Mehr Zeit zum Trinken. Wir sehen uns. Wie auch, Miss Freya. Danke, auf Wiedersehen. Was los? Du hast zugehört, oder? Ja. Sie tun mir leid. Mir auch, irgendwie. Ich hoffe, sie finden einen Weg, zusammen zu sein. Das ist schon irgendwie traurig. Das wär echt traurig, wenn die Eltern das dazwischen geben. Ich gehe dann auch mal. Ich muss morgen früher als sonst aufstehen. Oh, okay. Ich glaube, ich mache auch gleich Schluss. So früh? Ja. Wenn morgen meine Lieferung kommt, kann ich wieder wie üblich öffnen, aber es geht mir langsam das Zeug hier raus, weil die Lieferung nicht kam. Es reicht noch. Es würde noch für ein paar Leute reichen, aber nun ja, ich warte lieber auf die Lieferung. Okay, mach dir noch einen schönen Abend. Du dir auch. So schließt das Café. Wir haben den ersten Tag abgeschlossen. Und ich würde gleich mal sagen, bevor wir den zweiten Tag, also den zweiten Abend im Café reinstarten, mach ich eine kurze Pause. Kurze Twitch-Livestream-Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache mir jetzt selbst mal einen Kaffee. Ich muss mich mal selbst bedienen. Ich mache den Laden kurz mal dicht. Gleich geht's weiter. Bleibt dran. Ihr werdet auch noch bedient. Bis gleich. Mittwoch, 23. September haben wir übrigens 2020. Anonyme Quelle. Zombie-Virus aus Afrika könnte Seattle erreicht haben. Sie haben es vorher gesagt. Zulieferungsprobleme in Seattle schaden regionalen Restaurants. Fire will strenger mit illegalen Geflüchteten umgehen. Na dann, starten wir den Tag. Ich habe einen Kaffee geholt. Trinke ich gerade mal. Ach du schon wieder. Einen wunderschönen Abend. Ja? Naja, draußen liegen es immer noch. Wunderschön, naja. Meine Güte, was ist denn mit dir los? Kannst du nicht normal hier reinkommen? Tut mir leid. Aber ich bin so aufgeregt. Ich muss dir etwas erzählen. Worum geht's? Ich weiß endlich, über was ich in meinem Roman schreiben werde. Ist das wieder einer deiner geforschten Ideen? Nee, sei nicht unverschämt. Ich meine das ernst. Okay. Erzähl mir, worüber willst du schreiben? Dieses Café. Über dieses Café? Was? Ich will über dein Café und die Geschichten der Leute, die hier herkommen, schreiben. Okay. Meinst du das ernst? Ja. Und wenn ich dir das nicht erlaube? Ich frage ja nicht um Erlaubnis. Du missachtest damit die Rechte meiner Kundschaft, weißt du das?
Entspann dich, das weiß ich. Ich nehme nur die Inspiration von hier. Die Geschichten selber werden nur leicht angelehnt sein an das, was ich hier höre und sehe. Vielleicht wie die Buchverfilmung von Knife Walker. Die alte Verfilmung? Natürlich die alte. Die Geschichten werden sich schon von der realen unterscheiden. Ich werde nicht noch mehr abweichen können. Naja, ich kann schlecht nein zu etwas sagen, woran du so oder so arbeiten wirst, oder? Nein, kannst du nicht. Du könntest mich natürlich nicht mehr in deinen Café lassen. Das werde ich nicht machen, das könnte ich nie. Was? Nur Spaß. Was das werde ich machen? Du bist doch hier jeden Tag. Sehr lustig. Aber danke, dass ich bleiben darf. Jedenfalls. Ich bin mal gespannt, wer heute hier auftaucht und welche Geschichten sich dann ergeben. Und da kommt schon der erste Gast. Jo, Georgie. Der gute Georgie. Guten Abend. Guten Abend, Officer Georgie. Hey, mein Freund. Scheint so, als würde es dir heute Abend gut gehen, Freya. Und Zwergi, du musst doch nicht förmlich zu mir sein. Wir sind beide im Einsatz. Deshalb die Förmlichkeiten. Sei mal nicht immer so angespannt. Naja, ich habe heute meine Abendschicht. Also brauche ich das Übliche. Du hast heute alle Zutaten geliefert bekommen? Nicht alles, aber mehr als gestern. Immerhin. Außer Tee, den habe ich noch immer nicht da. Du weißt, was ich gerne trinke, oder? Kaffee mit einem Hauch Süße. In dem Sinne. Richtig. Aber ohne Milch. Oh, sorry. Hab mich verschluckt. Usteritis. Ja. Denk deinem Tomodachi, dank deinem Tomodachi-Profil, weiß ich, dass du nur Laktoseintolerant bist, Georgie. Es einen süßen, gesunden Kaffee, bitte. Okay. Einen süßen, gesunden Kaffee. Okay. Sein Profil können wir nicht lesen. Oh, hier können wir jetzt was sehen. Wir sind Freunde. Hey, würde ich mich beschreiben. Freiberuflich Designer, oft in Museen und Galerien. Oft treffen die Kunsthochschule abgeschlossen. Zeichen und Design für Essen und Unterkunft. Kaffee ohne Milch, der süß ist. Aber Schokopowder? okay. Der Honig. Kaffee mit extra Honig. Sorry, Leute. Kaffee mit Honig. Für den Herrn im Einsatz. Nur du kannst diese Kombination köstlich machen. Vielen Dank. Übrigens, ich glaube, ich habe noch nicht bestellt. Ich hätte gern die gleiche Behandlung wie unser alter Herr hier. Was bekommst du?
Du musst, da musst du noch fragen. Könnte ich sich ja ändern. Natürlich ein Espresso. Der einzig wahre Espresso. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Dunkel wie die Nacht, extra für unsere dunkle, für unsere grünhaarige Fee. Dunkelhaarige Fee, ja. Ich hoffe, das war ein Kompliment. Der ist perfekt. Wie läuft es bei der Zeitung, Freya? Wie üblich. Es ist ätzend. Sie ist gerade in. Gerade einen riskanten Deal mit der Recherche angegangen. Achso. Ich versuche, Georgies Stimme zu sprechen und sage, das bin ich. Ich bin. Was ist in der Pause passiert? Ja, genau das. Was für ein Deal. Ein lebensverändernden. Ein sehr gewagten. Okay. Ein Deal, den sie gebraucht. Nicht wirklich. Leute, ernsthaft. Könnt ihr nicht konkreter werden? Erzähl es ihnen. Sie nutzt heimlich ihre Arbeitszeiten, um etwas anderes zu machen. Um ihren eigenen Roman zu schreiben. Oh, mutig, muss ich sagen. Das ist sie, ja. Oh, wow. Danke. Und wie fühlt sich dieser Schritt an? Furchterregend auf jeden Fall. Und ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Viel Glück damit. Keine Sorge, ihren Job wird sie behalten. Erstmal. Das Leben wird noch hart genug, wenn sie das Hammer sein sollte. Danke für deine Erinnerung. Also ja, es ist so, wie Zwergi sagt. Die Chefredakteurin weiß nichts davon. Aber mein Roman wird von unserem Mutterunternehmen veröffentlicht. Also arbeite ich trotzdem weiterhin für die. Trotzdem wäre das sehr unschön, wenn das jetzt schon herauskommen würde. Moment, Arbeitszeit rauben ist ein Verbrechen, oder? Eigentlich müsste ich dich festnehmen. Hey, du machst es doch auch immer. Das jetzt sind nur Kaffeepausen. Die manchmal etwas länger dauern als die sollten. Aber trotzdem Kaffeepausen. Ich fühle mich jetzt nicht gerade besser. Sollst du auch nicht. Streu dich doch nur Salz in die Wunde. Es ist nur so, dass... Hahaha. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft, aber oder nicht, aber wenn es mit deinem Roman nichts wird, sucht die Polizei immer noch nach Leuten mit deinem Mut. Erwähne nur nicht, dass du gerne andere Sachen in deiner Arbeitszeit machst. Ich würde ja Danke sagen, aber ich weiß nicht, ob ich mich angegriffen fühlen soll oder nicht. Es wird schon alles gut werden, Freya. Weißt du, worüber du schreibst? Tatsächlich ja. Oh gut. Und worüber? Über ein Café und die Geschichten der Leute, die da etwas trinken. Und du glaubst dir das? Ich kann sie nicht daran hindern. Was ist falsch daran? Ich schreibe nichts über einen zwielichtigen Polizisten, der gerne mal Kaffeepausen während seiner Arbeitszeit nimmt, als er sollte. Darüber werde ich auf jeden Fall schreiben. Das wird sehr unterhaltsam werden. War das ein Kompliment oder machst du dich über mich lustig? Ich würde sagen, ein Kompliment. Wirklich? Finde ich nicht. Was hast du denn heute gegen mich? Zwinge hat wohl Angst, dass die Kundschaft sich in den Geschichten wiederfinden wird. Ich werde die Geschichten schon genug entfremden. Und das meiste natürlich dramatisieren.
noch schlimmer. Also es ist so. Alles, was ich hier mitbekomme, werde ich nur als Inspiration nehmen. Übrigens, als jemand, der hier stationiert ist, gehört man doch auch einige Geschichten, oder? Nein. Komm schon. Nope. Nein. Du hast mir schon mal mit einer Story für die Zeitung geholfen, die über den eigenen, endlich steinreichen Bettler, der hier rumhängt. Ich bin mir sicher, du kennst noch einige mehr. Ich habe dir schon mehr als einmal geholfen. Hm, wirklich? Jetzt bin ich dran. Komm schon.